So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Let's Play Advance Wars. Ich will jedes Mal Dawn of War sagen. Ich sollte endlich Winter Assault anfangen. Mir kribbelt es in den Fingern, mal wieder Dawn of War zu spielen. Nein, das ist nicht die beste Idee, fällt mir gerade auf. So leid mir das tut, nee, ich stelle ihn dahin. So leid mir das auch tut, aber das ist eine verdammt schlechte Idee. Peng. So und dann. Das und dann das dahin und das dahin. Bum 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 bum. Ich mag irgendwie Kids Musik lieber, die gefällt mir irgendwie besser. Seine Musik ist viel cooler. Dafür kann ich doch jetzt aber nichts. Zerstören wir ihn. 12% nur. Ja, Kampfpanzer gerade mit einer dreimal höheren Deckung. Wobei eigentlich dreimal höher ist nicht richtig. Ich meine, wir haben 0 Deckung und er hat 3 Deckung. Also, er hat 300% mehr. Nein, ist auch nicht richtig. Er hat einfach 300 Deckung. Und wir nicht. So viele Panzer kann er auf einmal nicht besiegen. Wir machen jetzt durch eine Übermacht einfach fertig. Hätte ich mal einen Kampfpanzer mehr gemacht, dann aber na gut. Schade, dass es hier noch keine Schweinchen gibt. Wen greift er an? Den. Okay. Da stehst du gut, da stehst du sehr gut. Nein, eigentlich nicht. Aber. Doch, Moment. Da stehst du sehr gut. Was sag ich denn? Stehst du super. Jetzt können wir erstmal den platt machen und dann können wir mit dem Kampfpanzer vielleicht sogar schon. Und jetzt hat er nämlich nur eine ein Drittel höhere Deck. Nein, auch nicht. Ach. Ich hab's heute nicht so mit Prozenten. Man sehe es mir nach. 62%, das verstehe ich auf jeden Fall. Bam, badam, badam, bam, 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 badam, badam, bam. Hallo, Kleiner. Ich muss mich erstmal räuspern. Und wie war doch gleich der Name deines Partners? Fox? Nenn mich nicht Kleiner! Ich habe einen Namen, und zwar Andy! Na gut, das nenne ich Kampfgeist. Ihr seid neu beim Sternenkorps Orange Star. Ich finde Orange Star schwer auszusprechen. Stimmt's? Ja und? Hey, woher weißt du das? Weil ich Kid bin. Ich gehörte selbst vor nicht allzu langer Zeit zum Sternenkorps, dem Sternenkorps an. Deshalb kenne ich mich ganz gut mit militären Gelegenheiten aus. Tja, dieses Mal habt ihr gesiegt. Wer weiß, vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Bis die Tage, Fox. Du auch, Kleiner. Hör auf, mich Kleiner zu nennen. B. Nee, A sogar noch. Freut mich. Ach
Achso, und übrigens für diejenigen, die sich das fragen, ich habe das auch nicht ganz genau mehr in Erinnerung, aber ich glaube, es setzt sich so zusammen, der Rang. Tempo ist natürlich die Anzahl der Tage, die wir brauchen. Kraft ist die Anzahl der Gegner, die wir besiegen. Und Technik ist die Anzahl der eigenen Verluste. Das heißt, je weniger Verluste wir haben, desto höher ist der Technikbalken. Bestehende Daten überschreiben? Ja. Was haben wir denn da? Truppen aus Orange Star, falls ich mich nicht irre. Und ich irre mich nie. Ich dachte, das Heer von Blue Moon hätte sie aufgerieben, doch. Interessant, ich werde mich mal ein bisschen um sie kümmern. Was ist denn das? Ja, was das ist? Ja, wir machen mal eine ganz kurze Unterbrechung, weil das passt mir hier gerade super ins Konzept zwischen den Leveln. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder nach unserer kleinen Pause und ich habe mir gleich mal jemanden mitgebracht. Ja? Sag mal hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht im Hintergrund das Geratter, das ist mein Mitbewohner gerade in der Küche. So, was ist denn das? Ah, jetzt können wir klicken. Fliegerasse, ja, also wir erinnern uns, da war irgendwie ein Typi und jetzt ist er da. Wer ist denn das? Tag 1. Sagt Nell nicht, diese Gegend sei leer im Sinne von feindfrei? Fox, Andy, bitte komm, hört ihr? Over. Ne, gegnerische Streitkräfte haben sich hier breit gemacht. Over. Es sieht so aus, aber sie sind nicht vom Blue Moon. Ich versuche mehr herauszufinden. Haltet eure Stellung. Wir haben hier einige Basen und die euch Unterschlupf gewähren. Fox, passt bitte auf Andy auf, okay? Over. Du bist schon so ein Over, weißt du das? Mit dir ist es gleich over, du, das sag ich dir. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, aber trotzdem, bam. Den boosten wir erstmal weg. Gerade angefangen, schon der erste Tote hier. Ja, das ist in diesem Spiel etwas, Allgegenwärtiges. Was, Tod und Verderben? Genau, Tod und Verderben. Schaden, 85%. Also, du haust aber ganz schön rein. Ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt natürlich schon, wer da bei uns auf der Pelle rückt und so. Aber ich verrat's euch nicht. Bestimmt einer, der gut mit Flugzeugen kann, oder? Nee, wie kommst du denn darauf? Na, ich weiß nicht. Naja, die Missionsbeschreibung sagt mir irgendwie sowas. Welche Missionsbeschreibung? Es gab keine Missionsbeschreibung. Der Titel. Achso. Müssen wir mal gucken. Nee, wir warten, bis der da hinkommt. Nee, falsch. Zack, zack, bam. Alle Panzer vorziehen. Du solltest vielleicht deinen Missile Launcher, oder wie heißen die Dinger? Ja. Vielleicht ein Stück vormachen, dass er deine Flugsachen mitdeckt. Eigentlich ist das richtig. Wenn er da steht, kann er nämlich da ein bisschen decken. Genau. Dann solltest du den Heli aber auch noch woanders hinstellen. Naja, der Heli kann da stehen bleiben. Weil ja, der ist aber nicht gedeckt. Das ist richtig, aber er kommt mit keiner Einheit ran. In der nächsten Runde. So. Bam. Hast du natürlich recht. Natürlich habe ich da recht. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich wollte das Spiel ja ursprünglich blind spielen und dann habe ich es mir für die Wii U gekauft. Als Virtual Console Spiel. Und dann hatte sich das auf einmal erledigt mit dem Blindspielen. Ach. Wieso denn das? Ich mache jetzt einfach das da. Ich meine nicht, dass er noch eine Chance gehabt hätte, aber wir lassen ihn ja nicht wegfliegen hier. So einfach wollen wir es unseren Freunden ja auch nicht machen. Ich fand es ganz interessant, dass dein Transport-Heli nicht absetzen hätte können. Ja, Weil er über Wasser ist. Ja, kann er nie. Ne, ich meine nur, weil daneben ist ja eigentlich Land. Ne? Du würdest neben einer Steilkante auch keine Truppen absetzen wollen, glaub mir. Du weißt nicht, wie ich Truppen absetze. Ach, sehr schön, sehr schön. Oh. Der ist voll in deinen Feuerradius geflogen, oder? Der nicht, aber der. Bam. Ich meine, gut, die sind relativ gut. Das heißt, die halten etwas aus, aber wenn ich Glück habe, eint er sie und dann hat er seinen Zug nämlich verplempert. Ja, und die können dich nicht angreifen, außer den Heli. Ja, und meinen anderen Heli, das ist richtig, aber darum geht es mir ja gerade. Es geht mir gerade darum, die Helis zu behalten. Naja, eben. Nein. Ich meine, du kannst die Bodeneinheiten ohne Probleme vorrücken gegen die Jäger. Ach so, ja, das ja. Okay. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich meine, natürlich ist es jetzt etwas problematisch.
Kampfheli ist effektiv gegen Kampfheli, ne? Ja. War das nicht so? Aber er hat noch einen Kampfheli, das ist das Problem. So wie Drache gegen Drache. Mhm. Oder Feuer mit Feuer bekämpfen. Obwohl Feuer nicht effektiv gegen Feuer ist, aber das verraten wir mal keinen. Es ist Feuer sehr, sehr schwach effektiv, also nein, nicht effektiv. Ja, ich glaube nur halbe Effektivität. Aber ich glaube, wir schweifen vom Thema ab. Ach ein was? Bisschen. Ist doch fast das gleiche. Naja, Bulgaren, Russen. Naja, ich sag nichts. Das könnte falsch verstanden werden. Ja, es gibt immer Leute, die da immer so ein bisschen haten, ne? Wieso hast du jetzt gewartet? Warum hast du nichts eingenommen oben? Weil ich einen Berg nicht einnehmen kann. Ah, der andere kam aus dem Heli, deswegen. Ja, ich hab mal falsch abgesetzt. Ich hätte ihn da absetzen sollen. Aber wobei, eins, zwei, nein, schafft er nicht. Naja, egal. Nee, ich sehe ein bisschen ruckelig gerade, aber es ist ja bei dem Spiel nicht so schlimm. Ja, ich habe heute bei Tobi eine Runde mit aufgenommen. Selbst spielen habe ich leider auch etwas ruckelig gesehen. Er hat noch einen Bomber, das ärgert mich so ein bisschen. Weil im Gegensatz zu den Jägern kann der Bomber Bodeneinheiten angreifen. Genau, das auch noch. Ach so, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal Flugeinheiten groß... Ja doch, wir hatten Flugeinheiten im Tutorial schon. Du bist ja auch so ein konsequenter Nichtverfolger meiner Let's Plays, ne? Natürlich. So, das war's dann auch mit meinem Heli-Trupp, denn den putzt er mir jetzt mit seinen anderen Helis weg. Und zwar mit dem vollen Heli-Trupp? Natürlich, weil den anderen Heli-Trupp kann er jetzt noch auf irgendwas anderes jagen. Ich hätte es zwar andersrum gemacht, aber... Aber vielleicht hätte er es sonst nicht... Natürlich gegen die Missile-Launcher. Ja, natürlich. Also ich hätte es andersrum auch gemacht. Ja, das ist richtig. Wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Das aber Problem, die KD... Niemand versteht die Wege einer KD. Das Problem ist, die stehen halt alle ziemlich dämlich. Also, du kannst einen Jäger abschießen. Ja. Aber ganz ehrlich... Warum sollte ich den Jäger abschießen, wenn ich den Heli abschießen kann? Ich meine, mit Missile Launcher kannst du den Jäger, den rechten, unteren Jäger abschießen. Das ist gut, ja, das ist richtig. Naja, ein zweites Paar Augen hilft manchmal. Naja, ich hätte das schon noch gesehen, aber danke trotzdem. So. Oh. I'm healing again. Was? Ich kann meine Gabe einsetzen. Super Tuning. Wann hast du das Spiel eigentlich das letzte Mal gespielt? Ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Aber ich bin auch nie weiter als die ersten paar Missionen gekommen, muss ich ehrlich sagen. Na, ich habe hauptsächlich Teil 2 gespielt. Das ist auch fertig. Wobei ich sagen muss, in Teil 2 finde ich die letzte Mission extrem... Ja, doch schon etwas schwieriger, sagen wir es so. Kann man, glaube ich, so sagen. Das Spiel soll ja auch nicht einfach sein. Aber das ist richtig. Wenn es einfach wäre, wäre es ja viel zu einfach. Ja, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass er dort oben das Haus gleich einnehmen wird. Den Flughafen. Ist das Flughafen? Nee, das ist nur eine Basis. Zum Glück. Mit dem Flughafen hätte ich schweres Brot. Auf jeden Fall werde ich jetzt... Du sagst heute auch wieder seltsame Sachen. Wieso? Schweres Brot? Ja. Das ist so, so spricht doch kein normaler Deutscher. Das ist so wie fettes Brot, weißt du? So. Ist ja nicht so, dass du den Infanterietrupp jetzt schon längst im Teli haben hättest können. Bam. Ich würde mal sagen, das ist ordentlich Damage. See you later, Alligator, würde ich sagen. Bist du jetzt in Bomberreichweite? Oh, ja. Tatsache, ja, das bin ich. Ich finde es schön, wie du vorausschauen planst. Vorausschauend planen? Na, aber immer doch. Fliegen wir hin, wir können es ja, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tschüss, Kampfpanzer. Du weißt, was er hat als Gabe? Ah, nein. Lass dich überraschen. Mal sehen, ob er meinen Bomber platt macht. Könnte er sein. Ja, dann auch tschüss Jagdpanzer. Wahrscheinlich. Bist du wirklich dumm genug, glauben zu können, mir widerstehen zu können? Bam. Alle Einheiten außer Infanterieeinheiten dürfen nochmal ziehen. Yay. Ich meine, ist bei Flugeinheiten nicht gerade das Beste, weil sie 5 Rohstoffeinheiten pro Tag, Treibstoffeinheiten verbrauchen sowieso. Pro Tag, ne? Ja, aber und dann noch doppelt ziehen, ist das bei denen etwas schwieriger, weil sie halt abstürzen können.
Die hatten dann so einen richtigen Absturz. Kennt man aus aber er kennt man vom Saufen, ja? Ja. Aber er kann es auch ordentlich einsetzen. Genau. Fox, ich hab's, ich weiß jetzt, auf wen ihr da gestoßen seid. Das sind Truppen von Kreen erst. Eine unabhängige Splittertruppe soll sich dort herumtreiben. Eine unabhängige Splittergruppe? Ich verrate jetzt nicht, dass es eigentlich der Anführer von Kreen erst ist, aber ich schätze, ihr habt sie gefunden. Achtet auf ihre Luftwaffe, sie soll äußerst brutal sein. Ach, was du nicht sagst. Ja, da bin ich aber selber schuld dran. Was soll das heißen, ihr seid schon unter Beschuss? Dann mal viel Glück. Stell dir mal vor, das würde Ursula von der Leyen, weißt du, die ruft so in Afghanistan sein. Ich habe gehört, die haben jetzt dolle neue Waffen und die könnten gefährlich sein. Ja, das haben wir schon gemerkt. Oh, naja, dann viel Glück. Sorry, wir sind hier nicht für Satire. Nettes wächst, sie ist weggerannt. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben gerade Waffen an unsere Feinde geliefert. Ja, passiert, freie Wirtschaft halt, ne? Was? Wir liefern keine Waffen an unsere Feinde. Erzähl doch nicht sowas. Nein. Wir haben keine Feinde, wir haben nur Freunde. Das ist Blasphemie, was du hier betreibst. Wir haben nur Freunde. Es gibt nur Freunde auf der Welt für Deutschland. Freundschaft schließen. Es gibt nur Freunde und die kein Geld haben. So. Was mich ein wenig ärgert, jetzt muss ich das dort abbrechen, weil ich nämlich den Bomber besiegen will. Ach, komme ich nicht mal ran? Nein. Ach so. Na klar, komme ich nicht ran. Wenn du im Weg stehst. Du stehst im Weg. Oder? Ja, ich gehe ja schon. Du fliegst im Weg, besser gesagt. Oh, aber ich merke, dass wir hier unsere Folge beenden müssen. Hast du einen Timer gestartet? Ich habe Timer gestartet, natürlich. Und ja, du heißt ja nicht Nintendo. Genau. und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Immer noch mit Devardrak, wenn er jetzt Yay. Nicht einfach so verschwindet. Yay. Bis dahin und tschüss. Yay, tschüss.